Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Neverguest. Es ist eine sehr späte Runde, es ist gerade 3 Uhr nachts und ich wollte nur noch eine schnelle, kurze Aufnahme machen, denn ich muss... Okay. Denn ich muss diese Folge morgen raushauen. Bei mir ist momentan ein bisschen folgenproblematisch, ich muss nachher auch noch die... Pferdchen? Da. Momentchen. Ich hoffe, ich bin nicht zu ruhig. Ah, ist dieser Wandengegend von vorhin. Wow. Warum leckt das jetzt so? Ja, ich hab... Boah. Ja, Moment. So, es sollte besser funktionieren, hoffe ich mal. Gut, er generiert natürlich nebenbei noch einen neuen Teil Land, aber ansonsten... So. Ich komme hier ganz schlecht hoch, deswegen laufe ich mal außen rum. Mal schauen, was wir noch so finden. Außer natürlich jetzt tiefste Nacht. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich nach Hause, wie ich nach Hause komme. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar Umwege. Hier haben wir gerade so eine schöne Savannengegend. Schade, dass wir die nicht beim Tag besuchen können. Haben wir dann eventuell... Wir haben Pilz dabei. Ja, klasse. Hier ist noch eine Wüste. Oh mein Gott, ey. Das ist ja dämlich. Wisst ihr, es ist nur ein behinderter Flusslauf. Das Pferd kommt nicht durch. Mal schauen, vielleicht finde ich einen Tempel oder sowas. Man merkt schon, er muss sich auf jeden Fall generieren mit dem Pferd, da ruckelt's ein bisschen. Wir waren hier also noch nie. Interessante Gegend. Ich würde es mir lieber bei Tag angucken, aber haben wir leider gerade nicht. Auch der Sand ist hier sehr interessant aufgestapelt. Das habe ich so noch nicht gesehen. Okay. Und die Formationen sind zwar anders, aber ansonsten ist es genau dasselbe wie sonst auch überall. Da haben wir noch eine neue Savannengegend. Sehr schön. Das Schöne an unserer Map ist, ich brauche eigentlich keinen Kompass, um nach Hause zu kommen. Ich muss einfach nur zu den Koordinaten 0,0 gehen und dann bin ich ungefähr zu Hause. Ich würde trotzdem gerne schon schlafen und bei Tag weiterreiten, aber ich glaube, das gönnt mir dieses Spiel gerade nicht. Okay, Moment. Wow. Diese Geschwindigkeit, wenn wir vorankommen. Geht doch. War das so schwer? Oh, ich glaube, ich spiele auf Peaceful. Ach, wir spielen auf Peaceful, damit wir nicht sterben. Low. Weil wir das Zeug dabei haben. Wollte ich auf Peaceful zurückgehen. Wäre auch echt scheiße, wenn wir nochmal zur Pilzinsel zurück müssten. Da war ja was. Dann kann ich mich an aller Ruhe einmal mal umschauen, ob ich hier irgendwas Lustiges finde. Wir haben jetzt hier einen riesigen Gravelberg. Und naja, gibt Spannenderes. Nee, hier muss ich lang. Jetzt war ich kurz verwirrt. Hä, wo muss ich überhaupt hin? Da ist wieder eine Wüste.
Die gibt's ja aber. Oh! Was? Ich wollte gerade da so einen Witz reißen. Wüsten gibt's ja aber wie Sand am Meer. Verstehst du, weil die Wüste am See ist? Badumts. Aber in dem Moment hat es mich dann hier runtergelegt erstmal. So, fährt hier wir schon bis dahin. Ja, 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 alles wird gut. Du freust dich sicher auf das Ufer. Hui. So, dann schauen wir mal, wo wir sind. Autsch. Da hat's mein Pferd gerade wehgetan. Da hat es fein die Aua-Aua gemacht. Wir sind bei... Oh, sind gar nicht... Rein logisch betrachtet müssten wir sogar gleich da sein. Ich dachte, ich hätte wesentlich kompliziertere Umwege gelaufen. Aber warum nicht? Wow, es war eine Schlucht, das war jetzt echt knapp. So. Hier ist Eis. Das kommt auf jeden Fall schon mal nicht bekannt vor. Sehr schön. Genauso sollte das sein. Wenn man sich seinem Zuhause nähert, das sollte einem nicht bekannt vorkommen. Dann weiß man definitiv, man hat was richtig gemacht. So. Again ein Lavasee, kenne ich nicht. Nö, kenne ich nicht, mache ich nicht. Hier haben wir jetzt einen Sumpf. Ja, dann jetzt in die Richtung, also wie viele Lavaseen hier sind, das ist echt krass. Das ist echt krass. Ich glaube, mich sogar an diese Gegend erinnern zu können. Ich glaube, hier war ich mit dem Wolke mal, um eine Mine zu erkunden. Das war ganz am Anfang, Folge 30 oder so, wenn ihr euch erinnern könnt vielleicht. Die erste Folge, die ich damit mit dem Wolke aufgenommen habe, ich glaube, das ist die Gegend hier. Das musste jetzt natürlich 3 cm vor Ende nochmal passieren. Los, hier da drauf. Meine Fresse, selten dämliches Vieh, ey. So. Tada! Ups. Nee, hä? In die Richtung muss ich. Lal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 
So. Und wir sind Optionen. Wir sind wieder da. Huch. Hallo? Ich springe schon mal ab. Hallo? Abspringen. So, sehr schön. Haut sich sogar direkt hier rüber. Und wir sind hier angekommen. Und wir gehen mal hier zurück. Oh, das ist 3 Uhr nachts, ne? Das ist... Lol. Sicher mal schauen. Und könnt ihr rein theoretisch wirklich? Hier 3. Hier 3. So, hier noch 3. Und hier 3. Oh, dasselbe natürlich hier nochmal. Huch, hallo? Hier. Hallöchen. Mit der Schaufel ist es ein bisschen schwer zu handhaben. So. Hier. Das ist auch nur 2 auseinander. Ich will ja 3 auseinander haben. So. So, das ist gerade so wenig rede. Ich muss mich gerade so konzentrieren. Spät nachts solche meisterlichen Bastelarbeiten von sich zu geben, ist eine Kunst. So. Ja. Bräuchte ich Stein. Wenn ich mal ganz kurz meinen Kopfhörer etwas leiser machen. Der betönt nämlich so ziemlich alles, was ich gerade irgendwie höre. Meine Ohren sterben dadurch gerade. Hallo, ich brauche Stein. Hier. Jetzt.
Das Spiel will mich gleich rollen. Rolle, 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 roll mein Ball. Rolle, rolle, rolle. So. So, ich stick's mal ganz kurz weg hier. Und die Eier noch weg. So. Na dann nicht die, sondern die. So, aua. Was tun wir denn dafür weg? Wir tun dafür weg ganz einfach mal Redstone. Super. Wir tun damit gleich den Berg abtragen und holen uns das Zeug, was wir brauchen. Besser könnte man es doch gar nicht machen. Habe ich schon 64. Oh. Okay. Puh, was habe ich jetzt weg dafür? Rohes Fleisch kann ich dafür im Firma vernichten. So. Eigentlich, wenn ich mir das so überlege, habe ich ziemlich einen Crap gebastelt hier, aber egal. Ich brauche hier jetzt nur die Mitte. Und dann drei davon. So. So. So, schon mal drei. Ich glaube, acht muss ich machen. Daneben bauen, wie ich manchmal kann man gar nicht, ey. Das ist unbegreiflich sowas. So, jetzt habe ich hier mal Dreierräume zwischendrin. So, drei. Warum baue ich so Crap? Aua, Kopfhörer drücken gerade mega hart auf meinen Ohren. Kann durchaus passieren, dass die Folge hier gar nicht komplett rauskommt. Falls ihr jetzt guckt, während ich das...
kann sein, dass ich die splitte und dann morgen noch einen noch den anderen Teil raushaue. Ich muss nämlich noch gleich, ich muss das nämlich jetzt noch rendern, bevor ich ins Bett gehe. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lustig ich da gerade drauf habe. Eigentlich will ich nur pennen, aber ich dachte mir dann, ja gut, dann nimmst du es doch noch jetzt auf, schnell, bevor du es nach heute Morgen dann machst und auf den letzten Drücker raushaust. Oder wenn du gar nicht mehr schaffst. So, habe ich noch? Habe ich nicht mehr. Okay. Oh, was war das denn? Warum ging es denn hier so tief ab? So. Mal das ein bisschen ausleuchten hier. Und pennen gehen. Gute Nacht. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.